Melissa, 11 Jahre behauptet, ich erkenne alle von einer Liveband gespielten Songs, bei denen die einzelnen Instrumente erst nacheinander einsetzen und das schneller als das internationale Topmodel Tony Gunn. Melissa und Tony bekommen immer abwechselnd einen Ausschnitt aus einem Hit vorgespielt. Dabei setzen die Instrumente erst nach und nach ein. Je schneller man den Song erkennt, desto mehr Punkte gibt es. Titel und Interpret müssen korrekt benannt werden. Jeder bekommt 3 Aufgaben. Wer die meisten Punkte erspielt, gewinnt das Duell. Klein gegen groß. Auf, los geht's. Los! Und hier ist das erste Stück für Melissa. Crazy in Love von Beyoncé featuring Jay-Z. Okay, wenn das stimmt, sind das 2 Punkte. Und es ist. Jawohl! Aus dem Jahr 2003. Crazy in Love, die ersten 2 Punkte für Melissa. Und wir kommen zur ersten Aufgabe für Toni. Okay. I need a dollar, Ella Black. Okay. Ist es richtig? Die ersten 2 Punkte für Toni. 2:2. Melissa, hier ist deine nächste Aufgabe. Blinding Lights von The Weeknd. Ist das richtig? Blinding Lights, The Weeknd in der Version von den Rough Cats. 2 Punkte dazu, 4 Punkte für Melissa. 2. Aufgabe für Toni. Ach, Bob Marley, aber was ist das jetzt? Could You Be Loved? Nee, ist falsch. Ah. Bob Marley, sagst du? Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Titel. Could You Be Loved, vielleicht? Okay, wir überprüfen auch hier. Britney Spears, One More Time wäre es gewesen. Mit der bin ich aufgewachsen. Ich, ja, Tommy. Natürlich. Das sind wir alle mit aufgewachsen. Aber da sieht man auch noch mal. Eine Sekunde mehr gewartet. Einzelne Instrumente, ne, geben einen gewissen Sound vor. Und es hätte in der Tat
in die Richtung gehen können, die du gesagt hast, aber es war Britney Spears. So, kein Patience. Punkt in diesem Falle für Toni. Und die dritte Aufgabe für Melissa. Something Just Like This von Coldplay featuring Chainsmokers. Okay, ich glaube, wir haben alle ein gutes Gefühl. Melissa, wenn das richtig ist, wären das 3 Punkte. Und so klingt es. I want something just like this. Drei Punkte für Melissa und damit steht es 7-2 und wir haben noch einen für Toni. This is the ice cold Michelle Pfeiffer that... Keine Ahnung, ich kann singen, aber... Du bist kurz vorm Refrain und da kommt dann auch der Titel. Nee, keine Ahnung. Das hat so ein bisschen was mit New York zu tun. Wir müssen es auflösen. Uptown Funk. Oh, und damit haben wir eine Entscheidung im Hütel. Und das ist Melissa, die es gewonnen hat. Melissa, komm her, dann zeigen wir dich von vorne in groß in Farbe. Hast du toll gemacht. Und wenn ihr noch mehr coole Videos sehen wollt, geht direkt hier weiter und lasst natürlich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr. We'll be right back.